herzlich willkommen. Heute gibt es von mir eine Buchbesprechung. Ich nenne das mit Absicht nicht Rezension, weil ich vorhabe, ein bisschen mehr über das Buch zu erzählen, also auch vom Inhalt her, als ich es sonst tue. Ich sorge, also achte sonst sehr darauf, wirklich nicht so viel zu erzählen, dass ja kein Spoiler irgendwie dabei ist. Bei diesem Buch möchte ich mal ein neues Format ausprobieren, in dem ich natürlich versuche, immer noch nicht zu spoilern, aber doch etwas mehr über die Handlung erzähle. Also ich glaube, dass das möglich ist und dass man hinterher trotzdem noch das Buch liest, ohne das Gefühl zu haben, man wisse schon komplett, worum es geht. Zumindest versuche ich das. Wem das zu heikel ist, der sollte das vielleicht lieber nicht gucken. Das ist auch für mich der erste Versuch und ich bin so ein bisschen auf eure Rückmeldung angewiesen. Vielleicht vor allem von Menschen, die das Buch schon gelesen haben oder denen, die es jetzt gerade erst lesen wollen oder es gerade aktuell lesen und mir dann zurückmelden können, war das zu viel oder nicht. Das fände ich wirklich gut, wenn ihr das machen würdet, weil ich schon gerne anfangen würde, intensiver über Bücher zu sprechen. Und das ist halt nur möglich, wenn man auch ein bisschen mehr erzählt, gerade bei so einem dünnen Buch. Versuchen wir es einfach mal. Also, das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist von Robert Musil, Die Verwirrung des Zöglings Törleß. Robert Musil ist der Autor, der auch Der Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat. Ist ein Autor um die Jahrhundertwende 1903 oder 1906, glaube ich, hat er das geschrieben. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Und ich komme jetzt direkt zum Inhalt. Also über den Autor erzähle ich euch jetzt nicht so viel. Es geht mir tatsächlich um das Buch. Hier drin folgen Törleß. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall besucht dieser junge Mann, er müsste zwischen 14 und 16 sein, eine militärische Schule, eine Internatsform, wo er halt auch wohnt. Und er macht sich viele Gedanken, es ist ein ganz tiefsinniger Mensch und am Anfang bekommt man so ein bisschen den Eindruck, er könnte vielleicht in Richtung Romantik gehen. Da bin ich später von abgewichen. Den Grund erzähle ich euch noch. Es ist ein großer Aspekt der Gesellschaftskritik, diese militante Schulform, die hier einfach durchklingt. Er ist ein starker Beobachter seiner Umwelt. Gleich am Anfang stellen wir fest, dass er auch, ich glaube er ist 16, dass er sexuell sehr aktiv ist. Es gibt eine Dorfprostituierte, ich weiß nicht, wie ich sie sonst nennen soll, aber mehrere seiner Freunde und er besuchen sie regelmäßig. Und sie ist halt auch eine ganz spezielle Frau. Ihren Charakter finde ich sehr interessant, also der hätte fast schon ein eigenes Buch noch drüber machen können. Damit steigen wir so ein bisschen ein. Also da kriegt man auch gleich ein Gefühl dafür, dass es hier kein absolut unsicherer, hormongesteuerter, wohl. Aber so, es ist schon ein relativ reifer Jugendlicher. Es ist jetzt nicht so, dass er da noch ganz unsicher wäre und sich nichts traut. Das ist nicht so. Er hat viele eigenständige Gedanken. Er hat seine ganz eigene Vorstellung von der Welt. Er hinterfragt ganz viel. Zum Beispiel haben sie in Mathematik die... Waren das die unendlichen Zahlen? Ich bin nicht so gut in Mathe. Auf jeden Fall haben sie ein Thema da durchgenommen, das irgendwas mit Unendlichkeit zu tun hatte. Und ihn hat es so gepackt, dass er hat ihn einfach überhaupt nicht mehr losgelassen. Also dieser Gedanke einer Unendlichkeit. Und dann gibt es so Frequenzen, wo er dann halt einfach in die Natur blickt und dann halt darüber sinniert. Deswegen kam ich auf diesen Romantik-Gedanken. Nun ist es so, dass er zwei Klassenkameraden hat, mit denen er die meiste Zeit verbringt. Ich möchte das nicht Freundschaft nennen, weil... ja... Klassenkameraden, mit denen er viel Zeit verbringt. Und die sind jeweils sehr unterschiedlich. Er hat den einen Klassenkameraden, der sich sehr für indische Philosophie interessiert und da auch einen ganz besonderen Standpunkt um ihn eingenommen hat. Das fand ich ganz interessant. Und der andere ist sehr forsch, sehr selbstbewusst und sehr egozentrisch irgendwie. Wobei Törleß das auch ist. Dieses Dreiergespann kommt nun dahinter, dass ein anderer Mitschüler, der eher feminin wirkt und eine niedrigere Stellung einnimmt. Also es wird hier auch deutlich, wie hierarchisch so ein Schulsystem ist. Und ich denke, dass es stellvertretend steht für mehrere Systeme. Also wirklich ein sehr kritischer Roman. Auf jeden Fall hat dieser andere Schüler gestohlen. Und das bekommen die raus. Und nun könnten sie ihn natürlich einfach anzeigen und er würde der Schule verwiesen werden. Aber die drei sind ganz besonders gestrickt. Und darum, das ist auch eigentlich so dieser Plot, also diese Charaktereigenschaften dieser drei Figuren. Und sie bestrafen ihn. Sie zeigen ihn nicht an, sondern der
der selbstbewussteste von allen, spricht quasi mit ihm, lässt durchscheinen, dass er weiß, dass er gestohlen hat. Und dann beginnt eine Odyssee für alle Beteiligten, voll von Sadismus, Narzissmus, Unmenschlichkeit und Kälte einfach. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, meine Güte, wo bleibt die Menschlichkeit? Wie kann man einem anderen Menschen so etwas antun ohne Empathie? Die ist einfach nicht da. Das ist so krass und das ist das, was mich auch so erschrocken hat und was diesen Roman auch so gut macht. Er rüttelt wirklich auf. Keiner dieser drei hat auch nur irgendeinen Funken Mitgefühl für das Opfer. Gar nicht. Jeder hat seine eigene Motivation. Dahinter zu kommen, ist unglaublich spannend. Könnte ich jetzt auch drauf eingehen, aber das wäre wirklich zu viel verraten. Also jeder dieser drei steht für etwas, für eine ganz krasse Eigenschaft. Und wir haben in der Uni über dieses Buch gesprochen und da war diese spannende Idee, diese drei Figuren könnten eigentlich auch sinnbildlich für eine stehen. Und jeder spielt da irgendwie seine Rolle. Und wie das Ganze ausgeht und ob dem Opfer geholfen wird oder ob es sich selbst helfen kann oder ob es einfach rettungslos verloren ist und was aus den drei Figuren wird, das verrate ich euch alles nicht. Das müsst ihr selber lesen. Ich finde das Buch wahnsinnig beeindruckend. Ich finde, da steckt irre viel drin. Ich gucke mal, ob ich euch eine Stelle vorlesen kann. Ich nehme mal was vom Anfang. Übrigens habe ich auch ein bisschen Nietzsche drin gefunden. Aber das ist mehr so ein Insider. Okay. Also, einfach, dass ihr ein Sprachgefühl bekommt für diesen Text. Es war 5 Uhr vorbei und über die Felder kam es ernst und kalt wie ein Vorbote des Abends. Törleß wurde sehr traurig. Vielleicht war daran die Abreise seiner Eltern schuld. Vielleicht war es jedoch nur die abweisende, stumpfe Melancholie, die jetzt auf der ganzen Natur ringsumher lastete und schon auf wenige Schritte die Formen der Gegenstände mit schweren, glanzlosen Farben verwischte. Dieselbe furchtbare Gleichgültigkeit, die schon den ganzen Nachmittag über allerorts gelegen war, kroch nun über die Ebene heran und hinter ihr her wie eine schleimige Fährte der Nebel, der über den Sturzäckern und bleigrauen Rübenfeldern klebte. Also ich finde, die Sprache ist wahnsinnig schön. Sie ist sehr anschaulich. Und gerade das macht die sadistischen Szenen besonders schlimm. Weil diese anschauliche Sprache es einfach im Kopf so präsent macht. Muss man wissen, ob man das kann. Ich finde, das ist vertretbar. Es ist jetzt nicht das Schlimmste, was ich gelesen habe, aber es ist schon sehr grausam. Genau, ich glaube, an dieser Stelle mache ich einen Punkt. Das ist so der Erstversuch für dieses Format. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe hier die Ausgabe aus dem Rowohlt Verlag. Die habe ich gebraucht, besorgt. Ich glaube, für 1,50 € oder so bei Rebuy. Hätte neu gekostet 6,90 €. Kann man mal investieren. Ist auf jeden Fall Literaturgeschichte, ist bedeutsam. Robert Musil ist ein Autor. Schadet nicht, wenn man den mal gelesen hat. Wenn ihr das gelesen habt, dann möchte ich euch bitten, dass ihr mir in den Kommentaren da lasst, ob das Format zum einen Anklang findet und zum anderen, ob ich zu viel gesagt habe oder vielleicht zu wenig, was ihr euch gewünscht hättet und vor allem, wie es euch gefallen hat. Also das ist so ein Buch, das werde ich, glaube ich, lange nicht vergessen. Es hat ganz viel mit mir gemacht. Ich habe auch entsprechend viel angestrichen. Und da würde es mich wirklich brennend interessieren, was ihr so für Meinungen habt zu diesem Buch, zu dem Autor vielleicht, irgendeine Empfehlung, was man noch lesen kann. Klar, der Mann ohne Eigenschaften liegt hier, der wird auch irgendwann gelesen, ist aber ein längeres Projekt, ob seines Umfangs. Und jetzt musste erstmal dieses hier bewältigt werden, hat ganz gut geklappt. Genau, so viel dazu und ich freue mich auf eure Rückmeldungen und bis zum nächsten Video. Tschüss!